Warum? Ja, das hat verschiedene Gründe. Also generell, wenn ich nur einen Kontrabass habe, dann geht es auch mal, wenn man wirklich wenig Gepäck sonst hat mit der Bahn. Aber gestern hatte ich wieder eine schöne Situation mit E-Bass, Effektboard und Kontrabass. Das Taxi hat mich stehen lassen, ich musste zur Bahn und dann war es wirklich in letzter Sekunde und dann steht er immer im Weg und dann ist man immer darauf angewiesen, dass irgendwie die Leute einem wohlgesonnen sind und in meinem Auto wird das alles hinten reingeschoben und ich setze mich rein und habe meine Ruhe. Das finde ich super. Stimmt es eigentlich, dass ein Kontrabass in jedes Auto passt? Ja, beim Smart würde ich mich so weit dann doch nicht aus dem Fenster lehnen, aber ansonsten, ich habe es schon in sehr viele Autos reingekriegt. Beifahrersitz nach hinten, Klappen und so, da gibt es verschiedene Möglichkeiten.